So, das Bild scheint da zu sein. Dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Märkte sind ja richtig wieder in Bewegung. Schon in der ersten Stunde konnte der DAX hier eine größere Bewegung an den Tag legen. Wenn man hier auf Xetra anschaut, aber ich starte hier erstmal im Tageschart, da sieht man das eben besser. Knapp vor dem gestrigen Tagestief drehte eben der DAX auf Xetra-Basis mächtig nach oben auf und konnte sogar das gestrige Tageshoch aus dem Markt nehmen. Also das zeigt definitiv Bullenstärke. Hier im kurzfristigen Fenster gab es hier einen kurzen Absacker unter die Unterkante, der Schlusskurs lag aber wieder innerhalb. Auch der Anfangskurs lag hier. Und auch wenn der DAX im Vergleich zu den US-Indizes hinterherhinkt, könnte hier im Tagesverlauf noch eine weitere Aufwärtsbewegung, ja, Richtung 9.700 Punkten passieren. Vielleicht auch 9.680 nur. Das ist also die Tendenz. Bei den Währungspaaren, zum Beispiel der Euro, japanische Yen, liegt man im Plus. Hier kann man, aber das werde ich nachher im Stream darlegen, den Stopp nochmal auf das Tief von 9 Uhr hoch versetzen. Dann dürfte hier nichts mehr passieren. Dann liegt man definitiv im Gewinn. Im Pfund gegenüber japanischen Yen, da wird es später auch noch eine Stoppversetzung nach oben geben. Hier liegt, kann man aber noch nicht den Gewinn ziehen. Das letzte Tief lag hier bei 137, bei rund 137 Yen. Der Nikkei, deswegen gab es eben heute im Vormittagshandel etwas, ja, Abgabedruck. Die US-Indizes, US Futures sind da auch in die Tiefe gegangen. Hier schloss der Nikkei auf Tagestief. Im Hang Seng habe ich ja gestern gesagt, hier dürfte es noch deutliche Aufschläge kommen, was dann auch hier der Fall war. Allerdings hier ist natürlich jetzt auch sehr wichtig, ich meine, man sieht es ja eindeutig, hier ein Abprall, hier leicht drüber, trotzdem war das ein Abprall hier leicht runter. Also wenn diese Linie hier gebrochen wird, was ja auch gleichzeitig dann der ein Bruch des EMA 200 darstellen würde. Diese Marke kann man jetzt hier, ja, auf Schlusskursbasis, auf Tagesschlussbasis leicht 100 Punkte nach unten nehmen. Und ja, sollte wirklich die Marke hier brechen, dürfte es wirklich einen gewaltigen Schub nach oben geben. Das dürfte natürlich dem DAX auch Auftrieb geben. Zum Ölpreis, der konnte gestern hier deutlich zulegen. Hier wird es jetzt in den unteren Zeitebenen eine genauere Beobachtung nochmal geben, ob da jetzt noch diese Woche was geht. Aber ich denke, soweit nicht. Unten gab es kein Verkaufssignal. Wenn er jetzt hier oben raus will, ja, wird es hier schwierig, weil die Bewegung schon sehr fortgeschritten ist. Da dürfte höchstens sein, wenn hier das Hoch rausgenommen wird, dann beim Rücklauf nochmal long reinzugehen. Das wäre jetzt hier die Tendenz. Beim Silberpreis gibt es hier noch kein richtiges Setup, aber eine Art Szenario. Wenn jetzt hier das letzte Low bei rund 18,20 unterschritten wird, also auch auf 4-Stunden-Basis, dann dürfte etwas Abgabedruck reinkommen und im Idealfall hier nochmal Richtung 17,50
50 dann tendieren, bevor er weiter nach oben geht. Also hier ist das Chartbild alles sehr positiv. Hier, das ist neuseeländische Dollar, australische oder neuseeländische Dollar, ist relativ uninteressant noch. Also er hat hier keine dynamische Aufwärtsbewegung hingelegt. Also das kann man jetzt hier auch beenden. Aber ich lasse hier einfach den Stopp hier unten liegen und warte, was passiert. Also der wird dann direkt ausgeführt. Da gibt es nichts auf Schluss- oder Tages- oder auf 4-Stunden-Basis. Hier beim US-Dollar, kanadischen Dollar, habe ich hier auf Wochenchart umgeschalten. Hier gab es keinen Ausbruch, auch nicht auf Tagesbasis über die Marke. Wenn man hier weiter runter zappt sozusagen, sieht man hier im Stundenchart, der liegt am 200 am EMA 200. Jetzt ist hier halt eine schwierige Entscheidung. Entweder man nimmt hier wirklich eine Stop-Buy-Marke mit auf oder wartet im Endeffekt dann einen Bruch immer noch auf diese Marke im Tageschart. Ich werde es nachher nochmal genauer anschauen. Pfund gegen US-Dollar. Da war doch. Ne, das war ja nur. Hier das japanische Yen, aber das Pfund kann natürlich auch gegen US-Dollar ansteigen, bleibt aber hier noch auch innerhalb des Rainbows. Aber die Tendenz sollte hier auch Richtung 1,38 gehen, wenn nicht sogar dann noch höher. Also es sieht hier definitiv bullisch aus. Schauen wir kurz noch auf den DAX. Ob er ein neues Tageshoch hingelegt hat. Nein. Kommt hier etwas zurück. Aber auch hier ist im Prinzip über dem heutigen Tagestief, muss man eigentlich den Blick nach oben richten. Danke fürs Zuhören. Bis später.